Spaziergänge sind entstanden mangels Alternative. Meine Mutter und ich, wir haben uns so aufgeregt über die ständigen, unsozialen, ungerechten und nicht nachhaltigen Entscheidungen der Regierung und wollten dem irgendwie Luft machen. Und da es nichts gab, haben wir kurzerhand beschlossen, die Montagsspaziergänge zu gründen. Jetzt laufen wir heute zum 18. Mal bereits. Am Anfang waren wir mal 5, mal 20, mal 30 Menschen. Seitdem die Katastrophe in Japan passiert ist, sind wir jetzt auch schon 1100 Menschen gewesen. Dem ist zugeschuldet eigentlich, dass wir jetzt im Moment vornehmlich eine Anti-Atom-Bewegung sind. Das war aber ursprünglich nicht ganz so gedacht. Also wir haben eigentlich ein größeres Motto. Wir sind für eine nachhaltige Politik und Lebensweise unterwegs. Hoffen einfach, dass wir jetzt mit dem Protest, mit dem dauernden Protest in ganz Deutschland, die Atompolitik in die richtigen Richtungen bewegen. Und dass wir dann aber hoffentlich weiterhin Menschen mobilisieren können, auch für die anderen Themen, die in Deutschland im Argen liegen, auf die Straße zu gehen. Dankeschön. Will jemand von euch auch was sagen? Warum ihr hier bei der Demo mit der Dame? Weil es einen bewegt auch. Also ja. Gut. Genau. Okay. Es ist unglaublich wichtig, dass wir weiterlaufen bis zum Schluss, bis alle AKWs abgeschaltet sind, nicht mittendrin aufhören, weil sonst die Politiker leider immer wieder gezeigt haben, dass sie dann mittendrin alles wieder einpacken und doch wieder das weitermachen wie bisher. Und deswegen möchte ich alle ermutigen, weiter mitzugehen, bis wir es geschafft haben, bis wir unsere Ziele erreicht haben. Ihr könnt schon mal innerlich gehen, ob ihr Lust habt, mal zwei, drei Sätze kurz und knapp und knackig an euren Mitläufern hier. Herzlich willkommen an jeden und jede Einzelne, die hierher gekommen ist heute wieder. Wir wussten nicht, ob wir mit mehr oder weniger Menschen rechnen müssen. Gefühlte mehr, ich bin gespannt. Schön, dass ihr da seid. Wir sind so viele, obwohl gestern die Grünen so einen historischen Sieg erreicht haben. Ja, wir sind in aber das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, dass zumindest schon mal in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz was in die richtige Richtung läuft. Jetzt müssen wir uns noch um Bayern kümmern, hätte ich gesagt. Dauert aber noch ein bisschen, bis wir die Chance bekommen. Ja, wir freuen uns, dass ihr trotzdem da seid, weil genau das ist natürlich die Befürchtung, dass mit der Zeit die schrecklichen Ereignisse in Japan auch schon wieder was Gewöhnliches bekommen. Das ist ja leider so. Und wieder zeigen, dass wir mit dieser Art von Politik im Allgemeinen, aber vor allem mit der Atompolitik nicht einverstanden sind. Yes.
Kommt hier bitte näher ran. Ich warte noch auf den Mann, der für uns zählt. Aber die Polizei hat auch schon gesagt, ich glaube, es sind noch mal mehr Leute. Aber jetzt die Möglichkeit geben, ein paar Worte an diese Menge zu richten. Falls sich jemand findet, der was auf dem Herzen liegen hat, der das nochmal aussprechen möchte. Ich gebe das Mikro weiter. Ich bitte darum, sich kurz zu halten. Wir wollen ja keine große Redeveranstaltung machen. Wir wollen Taten zeigen. Ich gebe das Wort. Du stellst dich selber vor. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und ungefähr 10 Umweltorganisationen zusammengeschlossen haben, um für erneuerbare Energien, gegen Atomkraft und für einen ökologischen Umbau der Wirtschaft zu kämpfen. Denn gerade das ist uns als Gewerkschafter sehr wichtig. Wir wollen hier, weil das also eine, nicht nur eine überparteiliche, sondern wirklich eine Bürgeraktion bleiben soll. Und aber ein paar Worte will ich dann doch sagen. Insofern, wenn die Atomparteien heute sagen, dass sich nach Japan alles verändert hat, dann kann ich so nur sagen, fast nichts hat sich verändert. Wir sagen seit 20, 30 Jahren, dass die Kernkraft mit Risiken behaftet ist, die nicht beherrschbar sind. Ja, und jetzt kommen die Leute und sagen, ja, es hätte sich alles verändert. Das Einzige, was sich wirklich verändert hat, ist, dass sie merken, die Leute laufen ihnen davon. Sie lassen sich nicht mehr länger von ihnen verdummen. Ja. Auf Ökostrom zu beziehen. Ja, jede Gemeinde tut einen großen Betrag an Strom beziehen, ja, und da ist es überhaupt nicht egal, ob das Ökostrom ist oder ob das Atomstrom ist. Ja. Dieser Ökostrom kann durchaus auch von der Stadtwerke Würzburg sein. Ich weiß, dass die Gemeinden ungern den Bezieher wechseln, beziehungsweise dass die umliegenden Gemeinden auch gerne die Stadtwerke unterstützen. Dagegen ist nichts zu sagen, aber sie sollen dann wenigstens von den Stadtwerken Würzburg Ökostrom und keinen Atomstrom mehr beziehen. Bedanke mich vielmals. Auch wenn alle Meiler hier abgeschaltet sind, ist die Endlagerfrage und die sogenannte Entsorgung noch längst nicht geklärt.